Hey Leute, willkommen zurück zu New Super Mario Brothers in Welt 7, Geisterhaus 4 werden wir jetzt betreten. Wundert euch nicht, wenn meine Stimme, wenn ich wieder so erkältet klinge, denn ich habe mal wieder Schnupfen. Das hat man hier in Hamburg sehr oft. Erst recht im Winter. So, hier gibt es verschiedene Türen. Ich werde euch alle zeigen, aber nur in einer kann man wirklich weiter. Hier gibt es nur eine Starcoin. Mit ein paar Kürbiskopf-Gumbas. Das war hier oben. Ach, das ist ein unnötiger Raum. Da hätte ich nicht rein. Da ist halt eine Starcoin. Und so ein Schalter, mit dem man hier diese goldene Tür wieder aktivieren kann. Hier war... Was war hier? Ach, hier ist es auch wieder... Unnötig. Na okay, ich zeige euch die anderen Räume nicht, die sind... Scheiße. Ich zeige euch jetzt hier den richtigen Raum. Die richtige Tür, wo es offiziell weitergeht. Der Bu da oben ist auch übertrieben unnötig. Ich glaube... Hier geht's offiziell weiter. Ja. Das ist ziemlich nervig hier. Das habe ich nie gecheckt mit den komischen Handschuhen hier. Ihr müsst, glaube ich, hier immer den richtigen erwischen. Und ich habe ihn schon. Finde ich gerade irgendwie ziemlich geil. Weil ich das davor nie hinbekommen habe. Also habe Jahre gebraucht. Und jetzt halt hier einfach hoch. So, das wird ein bisschen komplizierter. Links geht's zum Secret Exit, was ich euch gezeigt habe. Rechts geht's offiziell weiter und dann müsst ihr schnell sein. Ihr müsst Skill haben, den ich nicht besitze. Aber ich habe es trotzdem noch geschafft, sogar mit einem Fail. Nur halt, da oben ging es noch zu der letzten Starcoin, glaube ich. Und die ist wirklich schwer. Okay, das war jetzt ziemlich unschlau gesetzt. Komm auch nicht mehr hoch, scheiß drauf. Viertes Geisterhaus. Abgeschlossen und dann geht's im nächsten Part weiter mit dem letzten Boss-Battle in Welt 7. Also da sehen wir uns wieder. Sorry wiederum für diesen kleinen Bildschirm. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem noch das Projekt genießen und ja, ciao!